Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Strom- und Gaspreisbremse. Allerdings noch nicht ganz inhaltlich um die Details in genau diesen Gesetzen, sondern um das, was gerade im Bundestag passiert und was voraussichtlich durch diese Gesetzesänderungen auch noch so alles angepasst werden wird. Wir haben das damals rund um das EEG 2023 auch schon gemacht, immer mal hier reingeschaut. Und eben genau, weil jetzt Anfang Dezember das Thema eben im Bundestag zur ersten Lesung ist, wir kommen gleich dazu, was das bedeutet, wollen wir mal genauer reinschauen. Also haben wir erstmal den Sitzungsverlauf, ne, auf bundestag.de Tagesordnung. Und sehen, ne, am 30. November war die Eröffnung der 72. Sitzung, ne, diverse Themen. Dann 1. Dezember, das ist heute praktisch, der Tag, an dem ich aufnehme. Das begann mit der Energiepreisbremse, Studierendenenergiepreispauschale, also zwei verschiedene Themen. Und das ist das Wichtige, man muss nämlich hier unterscheiden. Es gab hier die Erstberatung der Gaspreisbremse und die Erstberatung der Strompreisbremse. Erstberatung heißt, es wurde das erste Mal aufgerufen. Jetzt geht es dann erst in die Ausschüsse und wird dort weiter diskutiert werden, weiter angepasst werden. Das heißt, auch die Drucksache, die ja dahinter steckt, ist noch nicht gezwungenermaßen das, was dann auch beschlossen werden wird und wirkliches Gesetz werden wird, sondern es ist die Vorstufe dazu. Und dann gab es nämlich noch die zweite und dritte Beratung der Energiepreispauschale für Studierende, Fachschülerinnen und Fachschüler. Die EPPSG, Studierendenenergiepreispauschalengesetz, ja, das ist in der zweiten und dritten Beratung, das wird also beschlossen. Während die anderen in der ersten Beratung erst nochmal aufgerufen werden, kurz andiskutiert werden und dann geht es in die Ausschüsse. Außerdem gab es einen Antrag von der CDU, CSU, ist halt Opposition, also wahrscheinlich nicht weiter berücksichtigt. Bevor wir hier genauer reingehen, man kann ja kurz nochmal durchscrollen und findet verschiedenste interessante Themen und dann zum Beispiel auch Herkunftsnachweis Energieträger. Also zum Zeitpunkt, in dem ich aufnehme, noch in der Zukunft, auch zweite, dritte Beratung, also auch Beschluss eines Gesetzes für Herkunftsnachweise Gas, Wasserstoff, Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energien und zur Änderung der Fernwärme- oder Fernkälteverbrauchserfassungs- und Abrechnungsverordnung. Das gucken wir uns vielleicht mal separat an, wenn das wirklich interessant ist. Auch hier sehen wir ja, ne, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses. Also hier gab es Anmerkungen, Änderungsanmerkungen aus dem Klimaschutz- und Energieausschuss und auch was vom Haushaltsausschuss. Das kann aber sein, dass der nur sagt, ja, das ist finanziell in Ordnung. Also viel mehr kommt aus der Richtung oftmals nicht, also nur der Check, ja, das ist so mit dem Bundeshaushalt übereinstimmend. Und dann gehen wir mal noch weiter. Ne? Hier Gesetz zur Beschleunigung des Braunkohleausstiegs, das machen wir vielleicht auch, wenn das dann beschlossen war. Da gibt es einfach Anpassungen. In den erneuerbaren Energien im Städtebaurecht auch nicht uninteressant. Das machen wir vielleicht auch nochmal im Weiteren. Und dann am dritten Tag, am 2. Dezember, ich finde es nur einfach sehr, sehr witzig, haben wir unter anderem den Tagesordnungspunkt Energiesoli, habe ich so aufgeklickt. Energiesoli, DAX-Manager und Minister zur Kasse. Es ist ja auch wieder hier ein Antrag von der Opposition, in diesem Fall von der Linken, aber der Titel ist so großartig: DAX-Manager und Minister zur Kasse. Das finde ich super plakativ, ist wahrscheinlich halt auch am Ende des Tages Blödsinn und wird nicht passieren, aber so muss man Einwürfe im Bundestag betiteln, damit man auf jeden Fall ein bisschen Aufmerksamkeit auch bekommen kann. Zum Ende gibt es dann noch eine Aktuelle Stunde zur Radikalisierung der Klimaproteste. Ich finde das kurios. Weil am Ende des Tages, wenn man sich mal ein bisschen zurückerinnert, wie auch die Proteste gegen Castortransporte, also rund um den nuklearen Abfall, können wir sagen, radioaktiven Abfall, wie die abliefen. Naja, das war auch schon auf einem relativ ähnlichen Niveau, was auch vor allem Aufmerksamkeit anging. Da wurden ja auch schlussendlich die Bahnstrecken blockiert und hat man sich auch draufgelegt, um schlimmstenfalls überfahren zu werden. Und dementsprechend hat man wirklich für Unterbrechungen dort gesorgt und das hat auch teilweise sehr, sehr große Menschenmengen dort zum Protest gebracht. Also das sollte man mal nicht vergessen, dass wir auch schon in der Vergangenheit wirklich aufdringliche Protestformen für Nachhaltigkeitsthemen hatten. Und naja, im Zweifel hier gerade tatsächlich das als der Weg gesehen wird, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, es ist nun mal erstmal so. Und gewissermaßen muss man verstehen, dass wir auch dringend als Gesellschaft was machen müssen. Ob der einzelne Protest in der richtigen Form so auch irgendwie zielführend ist, muss man immer sehen. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man es macht. Das sollten wir jetzt nicht vergessen. Aber wir wollen ja jetzt über das Thema der Strom- und Gaspreis- und Wärmepreisbremse sprechen. Dafür geht man dann hier unten einfach auf den Punkt zum Artikel.
landet dann hier in so einer Übersicht. Da kann man auch nochmal die einzelnen Tagesordnungspunkte und Dokumente sich aufrufen. Das sind dann eben zum Beispiel hier EPPSG, ne, die Studierenden-Energiepreispauschal-Themen. Und dann finden wir hier in der Mitte wieder Wärmepreisbremse und Strompreisbremse, alles klar. Auf der linken Seite ist immer eine kurze Zusammenfassung, die ist nicht uninteressant, aber ist halt eine redaktionelle Zusammenfassung dessen, was dann im Weiteren in den Dokumenten steht und auch besprochen wird innerhalb der Sitzung. Ob das interessant ist oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Man klickt halt dann oben auf diese PDFs und hat dann hier einmal 110 Seiten für Gas und 138 Seiten für Strom. Wichtig ist, in diesen Dokumenten haben wir nicht nur den Gesetzestext, sondern auch eine einführende Einordnung und dann auch nochmal eine Begründung. Das heißt, wir werden nicht 138 Seiten inhaltlich durcharbeiten müssen, um den Gesetzestext verstehen zu können. Ich würde grundsätzlich sowieso erstmal empfehlen, dass wir uns jetzt hier nur die Übersichten genauer anschauen, weil das Thema der Preisbremsen muss ich auf jeden Fall in einem separaten Video ganz detailliert machen. Und das wird dann auch in der Zukunft noch folgen, also innerhalb der nächsten Tage. Ich will jetzt aber mal einen Überblick machen, was diese beiden Gesetze tun, denn es sind, wie wir schon hier sehen können, Artikelgesetze. Und Artikelgesetze haben die Eigenschaft, dass sie verschiedenste Gesetze anfassen. Artikel 1 ist in diesem Fall bei der Wärmepreisbremse das Gesetz zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme. Das ist also die eigentliche Wärmepreisbremse, das EWP-BG. Aber es ist nur Artikel 1. Was steht denn in den restlichen Artikeln? Und wenn wir da halt mal einfach hier weiterspringen. So, wir waren ja bei Artikel 1 und dann kommen wir zu Artikel hier, Römisch 2. Nee, nicht Römisch 2. Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes. Ich glaube, es heißt Krankenhausfinanzierungsgesetz, genau. Da geht es auch um Wärme und das hat eben besondere Regelungen, auch hier mit dem Gesundheitsfonds genutzt werden. Ja, okay, ist halt ein spezielles Unterthema. Änderung des 9. Buches Sozialgesetzbuch, ne, Stromkostenzuschuss, Wärmezuschuss, da gibt es also Anpassungen. Nochmal 9. Buch Sozialgesetzbuch, da wird ein anderer Punkt gestrichen. 11. Buch Sozialgesetzbuch, da geht es dann auch um Ausgleich außergewöhnlicher Kostenentwicklung, Pflegeeinrichtungen. Also auch da wieder ein besonderes Thema der Versorgung und dann Energiewirtschaftsgesetz, wo wir einfach nur außer Kraft treten von Paragraphen 50a bis c und 50e bis j haben. Da müsste man jetzt mal nachschauen, was das denn überhaupt ist. Das mache ich mal kurz auf einem anderen Bildschirm und hole es euch wieder, wenn ich was Passendes dazu finde. So, wenn ich mir die 50 aufrufe, dann ist das als solche. Warum lädt es denn gerade nicht? Gesetze im Internet.de, ne? Aha, da haben wir es. Vorratshaltung zur Sicherung der Energieversorgung ist die 50 und dann haben wir die 50a. Maßnahmen zur Ausweitung des Stromerzeugungsangebots, befristete Teilnahme am Strommarkt von Anlagen an der Netzreserve, Verordnungsermächtigung. Das waren also schon Punkte, ich würde behaupten, aus Richtung des Energiesicherungsgesetzes, dass wir hier teilweise also den Weiterbetrieb von Kraftwerken hatten und die sollen hier zum 30. Juni 2024 außer Kraft treten. Nein, 30. April 2024 außer Kraft treten und J zum 30. Juni 2024 außer Kraft treten. Okay, das ist im Großen und Ganzen auch der Stand, wie wir ihn schon an vielen Stellen gehört haben, dass also hier die verschiedenen, ich sag mal, fossilen Kraftwerke oder auch andere Kraftwerke höchstens bis, nee, die fossilen Kraftwerke höchstens bis April 2024 verlängert werden, die aktuell wieder aufgerufen worden sind, die eigentlich schon mal draus waren, in Reserven waren und so weiter. Energiesicherungsgesetz wird selbst auch nochmal angefasst. Hier haben wir Rekapitalisierung, Boni, andere Vergütungsscheine nicht gewährt werden. Ah ja, solange ein Unternehmen Stabilisierungsmaßnahmen wahrnimmt, dürfen die Manager keine Boni bekommen. Das ist ja interessant. Aber ja, gut, würde ein bisschen in der Richtung entsprechen, dass die Konzerne, die Staatshilfen bekommen, dann eben keine riesigen Dividenden einerseits und auch keine riesigen Boni einfach so ausschütten dürfen, weil das sind dann natürlich am Ende des Tages Kostenbestandteile, die man eigentlich dann auch einsparen könnte und man natürlich nicht von Staatsgeld solche Kosten bezahlen will. Das ist ja auch richtig. Okay.
Er hat Gaswärme-Soforthilfegesetz, Veröffentlichungsberichte und Aufbewahrungspflichten, also das ist mehr so Regulatorik und dann Inkrafttreten am Tag nach der Verkündung. Das wäre dann also demnächst, ne? Also der Bundestag trifft sich auch nochmal im Dezember, also da könnte dann auch der Beschluss kommen, diese zweite und dritte Lesung, und dann wäre es eigentlich ziemlich sofort in Kraft. Und da haben wir dann nochmal einen Aspekt, der also 25 in Kraft dann erst tritt, der Artikel 4. Ja gut, das ist jetzt die Wärmepreisgeschichte. Ne? Dahinter kommt jetzt ganz viel Begründung. Das kann man sich genau durchlesen, wenn man sich für sowas interessiert. Nur dabei auch immer die Achtung, das ist ja jetzt die erste Lesung, das heißt, dieses Dokument wird ziemlich sicher nochmal ergänzt werden durch eine Ausschussbeschlussempfehlung. Ja, das ist also nicht final genau das, was auch im Gesetz so stehen wird, ziemlich sicher. In manchen Detailfragen wird es Änderungen geben. Wärmepreisbremse. Strompreisbremse, ein paar Seiten mehr. Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Strompreisbremse und zur Änderung weiterer energierechtlicher Bestimmungen. Ne? Daran können wir auch immer lesen. Hier gibt es weitere Artikel, die andere Gesetze anpassen. Und im Strombereich kommen wir dann auch ganz schnell immer in so eine Richtung, dass da das EEG und so weiter angefasst werden. Und das sehen wir dann auch hier in dieser Übersicht. Artikel 1, die eigentliche Strompreisbremse. Strompreisbremsengesetz, Strom-PPG. Und dann das Energiewirtschaftsgesetz, die Stromnetzentgeltverordnung, die Stromgrundversorgungsverordnung, die Gasgrundversorgungsverordnung, das Erneuerbare-Energien-Gesetz, die Innovationsausschreibungsverordnung, das Windenergieaufsehgesetz und das Energiefinanzierungsgesetz. Plus das Inkrafttreten. Wir haben also 9 weitere Gesetzesänderungen oder Änderungen von 9 weiteren Gesetzen, besser gesagt, oder Verordnungen, neben der eigentlichen Strompreisbremse. So, auch hier. Diesen Artikel 1, das Strompreisbremsengesetz, das machen wir in einem separaten Video im Detail, weil das ist, wie wir auch gleich hier sehen können, äußerst ausführlich. Und ich würde dann einfach mal auch wieder hier versuchen durchzuspringen. So, also hier sind wir bis zur Seite 55 mit den Inhalten allein davon gekommen. Das ist also schon etwas, was wir dann nochmal separat machen würden. So, Artikel 2, Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes, haben wir hier. Finanzierung von Übertragungsnetzkosten und befristete Sonderregelung für Energielieferverträge mit Haushaltskunden außerhalb der Grundversorgung bei Versorgungsunterbrechung. Also hier geht es um Sperrung bei Nichtzahlung. So, und dann haben wir hier also Infos bei der Finanzierung der Übertragungsnetzkosten, dass ein Zuschuss in unserem Bankkonto des Strompreisbremsengesetzes finanziert, ne, 12,84 Milliarden Euro für die Regelzonen verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber. Für eben verschiedenste Kosten der Systemsicherung. Geht auch auf Erlösübergrenzen ein, ne? Kennen wir aus der Anreizregulierung. Das ist so das Benchmark, an dem sich die Netzbetreiber messen müssen, um sich selbst finanzieren zu können. Über die Entgelte, die sie ja aufrufen. Auch hier, ne? Zuschussabsenkung der EEG-Umlage wird genutzt werden können, um hier Kosten auch zu decken. Wir wissen ja, dass das EEG-Konto aktuell überfüllt ist. Also da ist eigentlich zu viel Geld drauf. Und da gab es ja aber auch mal Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt und da gab es ja jetzt aktuell die Mehreinnahmen aus den hohen Vermarktungspreisen. Und dementsprechend sieht das Konto sehr gut aus. Man kann hier wieder ein bisschen was abfließen lassen und das soll hier eben auch zur Deckung von verschiedenen Kosten dann genutzt werden. Und dann haben wir im weiteren hier unten den Punkt der Sonderregelungen, ne, für Nicht-Grundversorgungskunden bei der Nichtzahlung, dass hier also, ne, innerhalb von 4 Wochen nach voriger Androhung unterbrochen werden kann über den Netzbetreiber. Aber nur, wenn es nicht schwere der Zuwiderhandlung hinreichende Aussicht besteht, dass er nachkommen würde der Zahlung und so weiter und so fort. Besondere Schwere, die dagegen spricht, Zahlungsverzug nur ab gewissen Höhen, ne, mindestens 100 Euro. Bestimmte Abschlagsmenge, die dem entsprechen müsste und so weiter. Also hier haben wir einfach nochmal die Regelungen, die wir teilweise schon kennen, die aber teilweise im Detail auch wieder angepasst werden. Das ist natürlich super für die Energieversorger, die jetzt bereits ihre Systeme angepasst haben. Die dürfen das dann demnächst wieder machen lassen. Und Beratungspunkte rund um ja, Energie sparen und irgendwie, wie man die Kosten zusammenkriegen könnte. Das ist hier im Energiewirtschaftsgesetz ist also nochmal ein bisschen weiter ausformuliert. Artikel 3, Stromnetzentgeltverordnung. Hier sehen wir eigentlich vor allem Punkte, die wegfallen, wegfallen, wegfallen. Das müsste man sich jetzt im Detail anschauen, was das ist. Das mache ich jetzt aber nicht. Mal gucken. Stromgrundversorgungsverordnung. Auch hier geht es im Großen und Ganzen, ja, Mindestsicherung,
Unterbrechung, eine Abwendungsvereinbarung. Auch hier geht es wieder um die Sperrung und wie das bestenfalls auch abzuwenden ist. Also auch hier nicht nur für die außerhalb der Grundversorgung stehenden Versorger, sondern auch für die Grundversorger gibt es Rahmenbedingungen rund um die Sperrung. Wer sich genauer damit beschäftigen will, ne, Artikel 4 zum Beispiel genauer anschauen. Gasgrundversorgungsverordnung, ich würde sagen, das ist die gleiche Richtung. Auch hier Unterstützungsmöglichkeiten, Mindestsicherung, ja, da geht es auch wieder um Sperrungsthemen. Erneuerbare Energiengesetz. So, da haben wir Regelungen nämlich zu den Auktionen, wie ich das gerade hier sehen kann. Geburtstermin 1. März 2024 verringert die Bundesnetzagentur bei einer drohenden Unterzeichnung das errechnete Ausschreibungsvolumen bei einem Geburtstermin in Richtung der vorherigen durchschnittlichen Gebote. Also, das ist natürlich so eine Frage. Die Ausschreibungen sollen ja praktisch die Menge vorgeben, bis zu der eine EEG-Subventionierung praktisch für die dann bezuschlagten Anlagenbetreiber kommen würde. Und hier soll praktisch bei einer drohenden Unterzeichnung das Volumen auch vorher schon verringert werden. Ich weiß nicht, ob ich das sinnvoll finde. Muss ich mir nochmal überlegen, was ich dazu sagen könnte. Das mache ich vielleicht dann auch noch in einem separaten Video. Ihr merkt, hier kommt jede Menge Content zustande, wenn man sich einmal hier mit Bundestagsdokumenten weiter auseinandersetzt. Das waren jetzt noch andere Arten von Ausschreibungen. Auch hier wieder Zuschlagsverfahren, das ist immer noch das gleiche Thema. Aber auch hier, anzulegender Wert, negative Preise. Das sind die Momente, wann die Subventionierung wegfällt. Wenn so und so viele Stunden negative Preise am Markt sind, dann fällt das weg. Ich finde, da müsste man wirklich mal einen Nebeneinandervergleich machen. Das machen wir auch wirklich mal demnächst. Ich glaube, EEG, da lohnt es sich auch mal wieder reinzuschauen in den aktuellen Stand, weil da ja auch zum Jahreswechsel einiges in Kraft treten wird. Innovationsausschreibungsverordnung, fixe Marktprämie durch Marktprämie nach § 8 verändert. Gut, Sonderregelungen für das Finden der Höhe. Windenergie auf See-Gesetz, spätestens 3 Monate werden gestrichen, sofern die Rechteeinräumung noch wirksam erfolgt ist. Okay. Energiefinanzierungsgesetz, hier kommt wieder ein bisschen mehr, wie ich das sehen kann. Hier, ne, genau, die anteilige Finanzierung der Übertragungsnetzkosten, das hatten wir am Anfang aus dem Energiewirtschaftsgesetz, Deckung des Finanzierungsbedarfs, Erneuerbaren Energiengesetz, Konto. Das heißt, wir haben hier nochmal die Definition, was wir schon im Energiewirtschaftsgesetz gefunden haben, dass die Mehreinnahmen auf dem EEG-Konto hier jetzt auch aktuell verwendet werden können, weil das Energiefinanzierungsgesetz nämlich genau das alles eigentlich auch grundlegend regelt. Muss das hier natürlich nochmal wiederholt werden. Ne? Hier sehen wir es ja, EEG-Umlage, Übertragungsnetzbetreiber, Konto, bla bla bla. So. Dann Prognose der Entwicklung für Anlagenbetreiber enthalten. Und durch ein Komma ersetzt. Okay, hier haben wir auch wieder Detailanpassungen. Ich glaube, auch das müssten wir, wenn, nochmal separat machen. Wow. Und jetzt haben wir gerade festgestellt, es gibt hier Detailanpassungen in sehr diffizilen Gesetzen der Energiewirtschaft unter der Überschrift eine Debatte über Gas- und Strompreisbremse sowie Studierenden-Energiepreispauschale. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig, dass wir leider das nicht so richtig rauslesen können, was aus diesem Tagesordnungspunkt Energiepreisbremse, Studierenden-Energiepreispauschale noch so alles rausfällt. Also da steckt einiges mehr dahinter. Und wir haben ja auch gerade gesehen, ich muss ja offensichtlich einige der Themen auch nochmal ganz, ganz, ganz separat bearbeiten. Okay, ihr habt jetzt erstmal, denke ich, ein Gefühl dafür, was dann jetzt im Bundestag noch passieren wird. Ich habe ja gesagt, das ist hier die erste Beratung von den eigentlichen Preisbremsen. Die werden also nochmal in zukünftigen Sitzungen aufgerufen werden. Da könnte man ja einmal gerade schauen in den Sitzungskalender, damit ich euch das hier vielleicht schon mal vorab sagen kann. Hier, genau, wir haben also in 2 Wochen, hier praktisch 12. Dezember, da haben wir nochmal eine Sitzung. Das kann man sich auch hier nochmal schön aufrufen. Das gibt es dann auch schon für das Folgejahr. Da ist also hier wieder Sitzungswochen anstehen, 12. bis 16. Dezember. Und da muss man halt nur unterscheiden, dass der Bundestag hier das Pinke ist, ne, die werden hier also nochmal alles, was so zum Ende des Jahres ansteht, besprechen. Und es könnte durchaus passieren, wenn hier zwischendurch nochmal die Ausschüsse tagen und was entscheiden, dass hier auch schon die 2., 3. Lesung der Strompreisbremse, Gaspreisbremse aufgerufen wird. Jetzt könnte man hier in den Ausschüssen nochmal nachgucken, wann haben die ihre Sitzungen. Ne, hier, Wirtschaft.
Heißt ja nicht Klimaschutz und Energie? Nee, Wirtschaftsausschuss. Moment mal, jetzt bin ich vielleicht wirklich drauf reingefallen, dass ich. Ah ne, hier oben war dieses Menü gerade. Ach herrje. Ach herrje, jetzt geht die Seite auch nicht mehr richtig. Tatsächlich, die hat jetzt nicht richtig geladen. Wirtschaft, Umweltschutz, Klima, Sammlung, Bildung, Technik. Huiuiuiui. Nee, okay. Anscheinend lädt das gerade nicht mehr richtig. Ich glaube, Bundestag.de, ich habe Bundestag.de kaputt gemacht. Ach, meine Güte. Nee, das tut mir natürlich sehr leid. Wir werden also vermutlich noch im Dezember ein weiteres Aufrufen dieser Punkte im Bundestag dann sehen können. Vermutlich, wenn dann auch mit Anpassungen aus dem Klimaschutz- und Energieausschuss. Den gibt es separat vom Wirtschaftsausschuss. Ne? Da war ich jetzt gerade echt auf dem Falschen zuerst gelandet. Und diese Anpassungen werden dann nebeneinander gelegt, den eigentlichen Gesetzestext beschreiben können, über den wir dann in Zukunft hier auch sprechen können, sprechen müssen, um zu verstehen, was sich hier so alles tut. Wenn ich hier nochmal gucke, es gibt eine Sitzung wohl am 6. Dezember vom Klimaschutz- und Energieausschuss. Ich würde also vermuten, dass es da besprochen werden wird. Alles klar. Dann gucken wir mal. Ich werde euch in den nächsten Tagen also nochmal weiter informieren über diese Preisbremsengeschichten und über die weiteren interessanten Tagesordnungspunkte. Da, wo es Entscheidungen gibt, das werden wir nochmal zusammenfassen. Vielleicht auch einfach mal in einer Blogform oder in einem Podcast mal gucken, da, wo es sinnvoll ist. Habt ihr grundsätzlich Fragen, Anmerkungen und Ähnliches zu den Strompreisbremsen und Gaspreisbremsen, die ich dann in dem separaten Video auch beschreiben könnte? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.